Hallo und einen wundervollen Tag. Ich bin's wieder, Christina der Stempelkeks. Heute habe ich eine Schachtel mit einer ganz besonderen Karte oder Album, nennt es wie ihr es möchtet, Idee für euch, mit der ihr wunderbar Fotos verschenken könnt zum Vatertag, zum Muttertag, einfach zu einem runden Geburtstag oder wie auch immer ihr so ein paar Fotos oder nette Anekdoten, was auch immer verschicken möchtet. Ich habe das Ganze auch gleich in eine Box verpackt, weil das ist in der Größe so gearbeitet, dass ihr 9x13 Fotos da reinkleben könnt. Also die ganz normalen, die ihr so euch ausdrucken lassen könnt im Drogeriemarkt oder wo auch immer euch diese Fotoautomaten begegnen. Und ja, ich habe das jetzt mal so weit vorbereitet, dass ich das vielleicht ja, zum Muttertag, Vatertag oder einfach mal an die Eltern zu verschenken nehme. Und hier drin habe ich jetzt das Album. Es ist eine Pinwheel-Card. Man kann die also so aufstellen. Ja, es sind fünf Flügel dabei. Es sind fünf Seiten, die man alle flach legen kann. Und auf die eine Seite kommt dann jeweils ein Foto auf das große. Wie gesagt, das habe ich hier zugeschnitten auf 9x13. Und ich würde mir dazu dann noch, ich habe mir da schon was vorbereitet. Ich muss halt schauen, was ich da für Fotos reinmache. Die Zettelchen, die ich da so in den Farben gestempelt habe, die auch dazukommen, kommt zum einen aus dem Stempelset Glückliche Momente, was auch weiter im Online-Exklusiv zu erhalten ist, wenn jetzt der Jahreskatalog ausläuft. Dann habe ich hier oben drauf Mama und Papa gestempelt mit dem Stempelset Familienfest, wo sehr viele tolle auch Möglichkeiten der Kombination sind. Du bist für mich wie eine Bonustochter, wie auch immer. Man kann da ganz viel zusammen. Alles Gute, super, danke. Ne? Du bist für mich, ja, habe ich gerade gesagt, Glückwunsch. Schwägerin, Cousin, Enkel, Schwager, Ehefrau, Ehemann, Nichte, Bruder. Da ist auch dieses Und-Zeichen mit dabei. Also ganz viele Möglichkeiten. Und das Beste an uns ist, dass wir, der Stempel kommt aus diesem Stempelset berührende Botschaften. Auch das bleibt weiter im Programm und der ist hier. Da sind auch noch ganz viele andere Stempel mit bei, die man natürlich auch hier nochmal mit reinbringen könnte. Ein Hallo oder wie auch immer. Da gibt es ganz viele Verwendungsmöglichkeiten. Aber ich beschränke mich heute wirklich darauf, mit euch das Grundmodell dieser Box zu machen. Und dann habe ich, wie gesagt, hier die Sachen gestempelt und muss einfach mal schauen. Auf der Seite würden sicherlich die dunklen Texte besser passen, wenn ich das nicht einmal um ein Feld weiterklappe. Dann habe ich das, wo ich auch mit dem helleren arbeiten könnte. Und die habe ich hier einfach schon mal vorbereitet und ne, zurechtgeschnitten. Aber ich kann sie noch nicht reinkleben, weil ich habe meine Fotos natürlich auch noch nicht ausgedruckt. Ich hatte jetzt die Idee und wollte euch das jetzt ganz spontan mal eben mitteilen. Ich werde später das Album vielleicht verlinken auf meinem Blog, wenn ich soweit bin. Ansonsten, wie gesagt, kümmern wir uns heute erstmal um die Grundmodellgestaltung für dieses große Pinwheel-Album oder diese Pinwheel-Karte. Für fünf Fotos 9x13. Ihr könnt natürlich auch kleinere drauf machen und dann wie eine Collage gestalten. Sprüche drauf, Texte drauf, wie ihr das ausgestaltet, ist ganz euch überlassen. Also, wir beginnen damit, dass ich euch erstmal sage, was wir dafür brauchen. Wir benötigen als Grund für die Karte ein Stück Farbkarton in 14,5 x 28,5. Ich habe das jetzt hochkant abgeschnitten von einem DIN A4 Bogen mit 14,5 Breite auf 28,5 gekürzt. Das wird gleich das Grundmodell. Dann brauchen wir 5 Karten. 2, 3, 4, 5. Habe ich da vergessen, den Zettel zu schreiben? Okay. 5 Karten mit 14,5 x 10,5. Ich mache das mal eben für die, die da das brauchen. 14,5 x 10,5 cm, 5 Stück in demselben Farbkarton, wie ihr das Grundmodell macht, dann ist es schön einheitlich oder ihr macht es in verschiedenen Farben, aber das ich habe halt bei meinem Modell, ich hole es nochmal raus, mit 2 Farben gearbeitet, aber bei hinterher festgestellt, dass man sie eigentlich gar nicht so richtig sieht. Moment, ich muss das hier wieder den Karton schön zumachen. Weil ich habe die alten In-Color-Farben genommen und da hatte ich nicht mehr genug von einem. Also das Grundmodell ist aus dem Nachtblau, aber ich habe dann die Aufleger hier auch in ja, Orchideen-Lila. Das ist hier das Lila und das ist das Blaue. Also wenn man genau hinguckt, sieht man da den Unterschied. Aber das ist, wie gesagt, euch ganz allein überlassen. Ihr braucht nur insgesamt für 6 Windräder, für 6 Flügel die Grundkarte und 5 Karten. Oder halt die Grundkarte, 2 Karten und 3 in einer anderen Farbe. Oder wie auch immer, ihr könnt auch alles in ganz bunt gestalten. Das ist ganz euch überlassen.
So, für die weitere Innendeko brauchen wir 6 Farbkartonstücke mit 14 cm mal 10 cm. Ich habe die jeweils um einen halben Zentimeter in beide Richtungen verkürzt, also sowohl in der Höhe wie auch in der Breite. Und das Designerpapier für drauf nochmal um einen halben Zentimeter kürzer, also dann auf 13,5 mal 9,5. Da jeweils 6 Stück von. Ich habe hier schon vorbereitet, damit das gleich nicht zu lange dauert, und habe das auf einmal die eine und einmal die andere Seite dieses Designerpapiers aufgeklebt. Also 3, 3 hatte ich so vor. Und dann brauchen wir noch, weil es auch kurze Flügel gibt, 6 Stück Farbkarton in 14 mal 7 cm und das entsprechende Designerpapier darüber in 13,5 mal 6,5 cm. Auch da 6 Stück. Ich habe das wieder dreimal so aufgeklebt und den hier muss ich gleich noch andersrum aufkleben. Dann habe ich auch da 3, 3. Ja, und wie wir das Ganze hier zusammenfügen, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme dafür meinen Papierschneider und der wird gefalzt. Mal eben als einen Weg legen, damit hier nichts Schaden nimmt. Der wird jetzt gefalzt bei 3 cm, also die lange Seite oben anlegen. Bei 3, na, jetzt habe ich hier meinen Kleber im Weg. Weil es wäre schon schlau, dass man das hier oben schön gerade anlegt. Bei 3 cm, 6 cm, 9 cm, 12 cm, also ihr merkt in 3 cm Schritten, 15 und ein letzter bei 18 cm. So, das ist schon, wenn wir die ganze andere Schnibbelarbeit schon geleistet haben, dann auch wirklich schon alles, was wir vorbereiten, jetzt nur noch mit dem Falz machen müssen. Da gehe ich gut mit dem Falzbein drüber. Achte dabei darauf, dass ich hier wirklich gut ausgerichtet bin und dass mir das nicht schief wird. Sonst wird am Ende meine ganze Pinwheel, also Windradkarte oder Windflügelkarte heißt eigentlich eher, dann in sich zu instabil. So. Das hier ist der erste Flügel, weshalb wir nur 5 weitere vorbereiten mussten, um am Ende ein sechsflügeliges zu bekommen. So, jetzt nehme ich meinen Kleber. Ich nehme am liebsten unseren Mehrzweckflüssigkleber dazu, den Tombow, weil ich das dann noch bewegen kann. Also wenn ich das hier so aufsetze, dann wird das hier so, oder andersrum, wenn ihr das so hinlegt, wird es so zusammengeklebt. Ja? Das heißt, dieses Stück wird die Klebelasche, um auf dieses Teil geklebt zu werden. Also hier vor diese Falz hier hin. Dann machen wir jetzt Klebe drauf. So. Und schiebe das jetzt hier rüber. Setze meinen Knick und setze das um. Und das muss jetzt gut der Kleber anziehen. Ich habe jetzt hier also auf den ersten langen Flügel praktisch ein kurzes Teil geklebt. Das müssen wir jetzt rundum weitermachen. Wir nehmen jetzt unsere weiteren Teile und auf dieses Stück, wir haben den ersten, wie gesagt, direkt auf das Grundmodell geklebt und die alle weiteren müssen zugefügt werden. Das heißt, ich mache jetzt hier auf das nächste Feld wieder Klebe, diesen nächsten 3 cm Bereich, nehme wieder mein Farbkarton. Ich habe ja, wie gesagt, alle in derselben Farbe geschnitten und lege das hier drauf, dass das gut oben und unten und auch hier vor dem Knick anliegt, damit das schön hier jetzt auch angehen kann. Jetzt hebe ich mein ganzes Modell hoch und knicke es um eine Kante weiter. Da wir das vorher schön in gleichen Abständen gefalzt haben, sollte das überhaupt gar kein Problem darstellen. Wieder, ne, das nächste 3 cm Feld mit Klebe bestreichen, den nächsten großen Farbkarton nehmen, ausrichten, oben und unten schön gleich und wieder den Kleber etwas anziehen lassen. Wir klappen wieder ein Feld weiter. Ja, es geht immer darum, dass wir hier diese Dreierbereiche, irgendwann klappt sich dann das andere Element auch um, aber so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Oder doch, sind wir schon so weit? Nee. Na, wenn ich das jetzt ärgern. Na, da müssen wir noch dran. Ach nee, doch, das ist richtig, den haben wir geklebt.
Ich finde gerade meinen Fehler nicht. Eigentlich lässt sie das auf jedes Stück klar. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich den Fehler habe. Ich muss jetzt hier hin. Das heißt, das muss so. Da muss er runter. Ja, jetzt haben wir es. Er war etwas sperrig. Ja, aber es ist immer noch alles schön gerade ausgerichtet. Das sehen wir hier, wenn wir es hochkant stellen, dass alles noch passt. Also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich einen Flügel weiter, aber diese eine Falz, die war nicht richtig umgeknickt oder nicht so richtig im Fluss. So, jetzt hier wieder den nächsten aufkleben. Also einen Fehler hatte ich dahingehend nicht wirklich gemacht. Es war nur einfach, dass ich die Falz nicht platt legen ließ. Das solltet ihr aber wirklich bei jedem Schritt machen können, damit sich am Ende das Album auch gut umlegen lässt. So, jetzt geht's los, dass wir die Seite hier nach außen ausklappen müssen. Das heißt, jetzt gucken auf beiden Seiten die großen Felder schon hervor, die wir aufgeklebt haben. Der kommt auch noch drauf. Hier kann man jetzt noch besser ausrichten, weil man da eben auch die Seiten sieht. Aha. Und jetzt nochmal um ein Feld weiter. Und dann sind wir auch schon rum. Das heißt, der zweite wird mit ausgeklappt. Ja, jetzt lässt sich immer noch alles wunderbar umlegen. Bis auf meinen einen, der da vorhin etwas gehakelt hatte. Aber auch das haben wir ja hinbekommen. So, und der wird auch wieder schön gerade, ne, gucken, dass hier alles ausgerichtet ist, aufgeklebt. Ja, und jetzt können wir auch schon, ne, das jetzt so hinstellen. Dann haben wir jetzt hier unsere sechs Ecken und alle Flügel sind schön gleichmäßig abgeteilt. Und jetzt kann ich hingehen und meine großen Teile auf den Bereich kleben. Die Maße habe ich euch vorhin durchgegeben. Ich verlinke sie euch auch auf meinem Blog. Und die kleinen auf das Gegenstück. Ich habe mich hier für die Farben übrigens für Pekannuss, Schiefergrau. Nee, das ist gar nicht, das ist Kieselgrau. Pekannuss, Kieselgrau und dann das Designerpapier. Ich glaube Landhaus. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aber das geht weiter. Das ist im jetzigen Mini-Katalog und das kommt in den neuen Jahreskatalog mit rein. Es läuft also weiter. Dementsprechend könnt ihr das also auch alles noch bestellen. Alle Materialien, die ich heute benutze, könnt ihr gerne über mich bestellen. So, ich habe gesagt, ich brauche sechs Teile. Ich habe 1, 2, 3 mit dem Schriftdesign oben und ich habe 1, 2 und das dritte muss ich noch fertig kleben. Ich habe das andere nur schon mal vorbereitet, damit das Video nicht zu lange wird. So. Und das kommt jetzt auf meinen sechsten Teil hier noch drauf. Also drunter wegnehmen, dann kann man es besser feststreichen. Wenn ihr übrigens merkt, dass ihr beim Schneiden, manchmal gibt der Papierschneider die Schneideklinge so eine Kante am anderen Ende, dann gehe ich einfach mit dem Fingernagel so drüber, plätte das. Man kann das sicherlich auch mit dem Falzband machen. Es geht darum, dass man die Kante, die vom Papierschneider von der Klinge so hochgedrückt wurde, wenn es andersrum auf dem gelegen hat, dass man das wieder ein bisschen platt drückt. So, und das gleiche mache ich eben auch bei den großen Teilen. Dann kann ich gleich durchgängig ankleben. Ich habe 1, 2, 3, 4. Den einen hatten wir schon eingeklebt. Ach nee, der liegt da schon. Ja. Und das heißt, auch hier fehlt uns einmal das Goldmuster. Das heißt, mein Designerpapier wird auch hier jetzt noch mit der Schriftseite mit Klebe beklebt. Ihr braucht übrigens zum Ausgestalten, wenn ihr bei einem Designerpapier bleibt, mit dem Maßen 12x12, dann bräuchtet ihr 2 große Bögen, um alles in diesem selben Papier zu gestalten. Ich habe hier Vorder- und Rückseite verwendet. Ihr könnt natürlich auch gerne nur eine Seite verwenden oder verschiedene Blätter, ganz wie euch das gefällt. Die 12x12 sind da am ergiebigsten, weil ihr da einfach aus einem 6 große bekommt oder eben auch die 6 kleinen aus einem weiteren und aus dem Reststück machen wir nachher die Deko für die Schachtel. So, ja, 3 große in Gold, 3 große mit dem Schriftbild. Hier muss ich gucken, das ist tatsächlich eine Richtung, hat dieses Papier. Da sieht aber beim Aufkleben aufpassen, dass mir das nicht durcheinander kommt. So, und jetzt nehmen wir unser Grundmodell. Und ich mische es jetzt nicht. Man könnte natürlich überlegen, ob man, wenn man auf der
auf dieser Seite das Schriftbild setzt, ob man daneben dann vielleicht dieses setzt, um es unterschiedlich zu gestalten. Und dann auf der nächsten Seite halt das Kleine in dem und das Große in dem. Könnte man eigentlich auch machen, ne? Nee, mir gefällt das besser, wenn das auf einer Seite einheitlich ist. Jetzt muss man eben gucken, wie es besser aussieht. Ja, mal ist das Schwarze, mal ist das Braune auf dem Kopf geschrieben. Da habe ich jetzt das Schwarze gerade oder das Kieselgraue drauf. Dann drehen wir das auch so, dass das Kieselgraue auch hier wieder aufrecht ist. Also schaut einfach, was ihr für ein Muster bei eurem Designerpapier habt, ob es eine Richtung hat. Wenn ja und ihr das befolgen möchtet, dann habt ihr ein Auge drauf. Wenn nein, dann ist es natürlich einfacher aufzukleben. Und auch hier nochmal den Tipp, wenn ihr alles schön gleichmäßig zugeschnitten habt beim Aufkleben, wenn auf drei Seiten die Abstände identisch sind, dann ist die vierte automatisch auch identisch. So, jetzt klappen wir das einmal um. Und jetzt kommt einmal, ja, das könnte auch eine Richtung haben, das Blätter nach oben gehen. So, das kleine Feld hier rein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr da mit gar nicht so vielen Auflegern arbeitet, sondern nur ein weißes dort vielleicht reinklebt, das vorher bestempeln mit oder beschriften mit dem, was ihr vielleicht zu dem Foto, was ihr daneben auf die andere Seite setzt, vielleicht damit aussagen wollt. Irgendwie zum Beispiel das Datum, was es war oder wo es war, das könnt ihr natürlich ganz nach eigenem Belieben gestalten. So, da haben wir den. Und dann wieder aufklappen, schön immer ganz hochheben, damit der, jetzt haben wir das Goldene, das heißt bei dem nächsten kommt wieder der Schriftbereich rüber. Ja, jetzt bleibe ich dabei oder drehe ich das jetzt einfach mal um. Ja, ich glaube, ich drehe das jetzt einfach mal um. Es ist ja in sich wieder schlüssig. So, wenn ich da wieder beide Seiten gleich mache, dann ist das völlig in Ordnung. So, wie gesagt, wenn oben, links und unten derselbe Abstand ist von dem grauen zu dem pekanusfarbenen Rand, dann ist auch die vierte Seite richtig. Ja, jetzt kommt diese Seite. Wieder hochheben, damit sich alles umlegen kann. Jetzt kommt wieder das goldene Muster nach oben. Also ihr seht, ich habe das einfach schon mal die Designerpapiere auf den Farbkarton aufgeklebt, damit wir das jetzt wirklich ein bisschen zügiger gestalten können und ihr nicht auch noch zuschauen müsst, bis ich hier alles aufgeklebt habe. Und den nächsten Flügel, da kommt jetzt wieder unser Schriftdesign nach oben. So. Und das große auf das weitere Feld. Hier habe ich wieder die kieselgraue Schrift gerade ausgerichtet. Und auf die letzte Seite kommt jetzt noch unser goldenes wieder. Mal schauen, wo da das... Ach, so rum ist, glaube ich, besser. Da ist das überwiegende aufrecht. Ich weiß gar nicht, ob jemand da drauf guckt oder ob da nur ich jetzt meinen Blick drauf so fokussiere, weil ich einfach weiß, dass das Papier auch eine Richtung haben könnte. Hier, der geht nach oben, der geht nach oben, der geht nach oben. So rum gehen viele runter. Nein, ich mache es so rum. So, wie gesagt, Fotos habe ich jetzt keine ausgedruckt. Ich könnte da halt jetzt dieses Einlegeblatt, was ich mir da für meine Musterbeispiel zugeschnitten habe, hier jetzt da mal drauflegen. Dann seht ihr, dass das wieder entsprechend um einen halben Zentimeter rundherum kleiner ist. Ich nehme mal lieber die Seite, wo es nicht so glänzt. Da kann man es vielleicht besser sehen. Ne, hier drauf. Da könnte man hier halt das Foto draufsetzen. Ja, ihr könnt sagen, das ist jetzt
ein bisschen Verschnitt an dem ganzen großen Papier, aber wenn ihr nicht mit großen Blöcken, großen Bögen arbeitet, an Fotos, sondern lieber eine Collage macht, dann ist vielleicht ganz nett, wenn unten drunter noch ein anderes ist. Aber die Ausgestaltung könnt ihr euch wirklich ganz alleine ausdenken und aussuchen, wie ihr es macht. Wichtig ist halt, dass man das am Ende schön aufstellen kann. Dann kann der Beschenkte sich das halt vielleicht wirklich auch mal zur Hand nehmen und es aufstellen und rundherum sich anschauen. Man kann es als Geburtstagskarte machen, wo vielleicht viele Menschen unterschreiben müssen oder. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wie ihr dies jetzt gestalten könnt. Mir war wichtig, so groß, dass Fotos reinpassen. Und um nochmal bei meinem Beispiel hier zu sein, wenn ich hier jetzt das Foto drauf habe, dann kann ich da zum Beispiel auf die Seite wollte ich das helle nehmen. Was haben wir denn da? Nehmen wir mal hier dieses. Ja, ich könnte das bitte lächeln dahin machen. Oder das Smile. Ich könnte da noch diesen kleinen Fotoabrand wieder zusetzen. Also das ist ne, ganz, ganz individuell. Ich kann auch mit dem Stempelset, das ist alles aus einem raus, hier dieses machen und könnte dann schreiben, wann, wo, ne, und mit wem. Oder das ist. Oder ganz einfache Nummer, nur normale beschriftete Zettel. Also das ist wirklich völlig nach euren Wünschen. Und dann können wir, wenn ihr möchtet, auch noch eben die Box dazu machen. Bei der Schachtel, das ist eine ganz normale mit Boden und Deckel. Da brauchen wir, da nehme ich jetzt auch wieder meine beiden Farben. Pekannuss und Kieselgrau kombiniere ich dann hier bei mir wieder. Da brauchen wir wieder zwei Bögen. Wo ist mein Kieselgrau? Da. Da ist mein Kieselgrau. So, hatte ich mir vergessen bereitzulegen, aber das macht ja nichts, solange alles griffbereit ist. So, für den Deckel. Ich gucke mal eben. Ich habe hier als Grundmodell das Pekannuss genommen. Ich glaube, dann nehme ich auch Pekannuss für den Boden und das Kieselgraue für den Deckel. Das heißt, für den Boden schneiden wir uns ein Stück den Farbkarton von A4 auf 19 x 28,5. Also die kurze Seite am Papierständer anlegen bei 19 cm und abschneiden. Und die Gesamtlänge, die A4-Länge auf 28,5, das angeranzte Kante, die nehmen wir jetzt mal, dass wir die abschneiden. 28,5 hier unten, die kommt weg, das ist für den Boden. Und für den Deckel, da mache ich einfach, damit er am Ende auch wirklich gut drauf passt, schon beim Zuschnitt einen kleinen Unterschied. Da ist es nämlich dann nicht 19 cm, sondern sind es 19,1 cm. Also wir machen 1 mm. Das Papier gleich etwas größer und falzen dafür aber gleich mit den identischen Maßen. Und schneiden jetzt hier bei 28,6, also auch da 1 mm länger machen. So, und jetzt falze ich rundherum bei 2 cm. Ich nehme jetzt hier gerne auf der linken Seite die Skala, dann habe ich hier eine schöne lange Anlegkante. Und bitte jetzt nur noch falzen, nicht schneiden. Rundherum bei 2 cm. Und hier. So, und bei dem Boden genau das gleiche. Wir bleiben bei 2 cm. Wir haben den minimalen Größenunterschied schon bei dem 1 mm Zugabe beim Zuschnitt des Farbkartons berücksichtigt. 2 cm. Und nochmal 2 cm. So, und jetzt nehmen wir uns, wenn wir haben, muss man nicht, kann man aber. Ich habe gesagt, der Kieselgraue wird mein Deckel. Na, welche ist jetzt der größere? Genau, der Kieselgraue ist der größere. Da für den Deckel. Da möchte ich jetzt hier in der Mitte noch eine kleine Einkerbung machen, damit man das leichter den Deckel abkriegt. Da gucke ich einfach hier oben, dass ich da dieselben Maße habe. Ich muss da nicht rechnen, wo ist die Mitte, sondern hier ist 14, bisschen, hier ist auch 14, bisschen. Da gucke ich, dass der Abstand zu 0,5, zu 0,5 wird und mache hier bei der 0 eine Markierung. Und weil ich das hier oben gerade anlege, kann ich auch gleich unten am Gegenstück hier anhand dieser dicken Linie
auch unten den Einschnitt, die Markierung machen. So, dann habe ich hier meine 1-Inch Stanze, die haben wir leider nicht mehr im Programm. Da habe ich mir mal unten Markierung reingemacht. Da habe ich dann ganz einfach, dass ich sehe, wo der Mitte angesetzt ist. Und habe mir hier dann eine Markierung gemacht, dass ich nicht bis zur Hälfte einstanze, sondern nur ungefähr ein Viertel. So, und jetzt schneiden wir uns den Karton noch etwas zurecht. Denn wir müssen ja daraus eine Schachtel falzen. So, das wird die Klebelasche. Und das mache ich an allen vier Ecken so. Hier ein bisschen anschrägen bis zu der ersten Falz. Das kommt hier auch noch. Die Maße schreibe ich euch alle unten in die Infobox bzw. verlinkt zu meinem Blog. Da gibt es dann auch eine Falz- und Schneideskizze dazu, anhand der ihr euch orientieren könnt. Und für den Boden passiert genau das Gleiche mit den Ecken, damit wir da ebenfalls die Schachtel rausformen können. Und wie gesagt, diese Pinwheel-Card, so heißt sie, also Windmühlenflügel, Pinwheel, ne? Dass man das für alle möglichen Anlässe nehmen kann. So, auf die Länge falze ich auf jeden Fall auch mit dem Falzbein nach. Die Seiten auch noch. So. Da ist unser Kleber. Ich nehme wieder Tombow, dann kann ich das noch ein bisschen verrücken, wenn es nötig ist. Und wenn ich hier meinen Schnitt gerade gemacht habe, dann kann ich da jetzt gut das dran ausrichten. Die gegenüberliegenden Seite. Es ist ein bisschen Luft dazugegeben, also es ist jetzt nicht auf den Millimeter auf mein Album, auf diese große Karte zugeschnitten. Das ist ein Grund drum. Ist ein bisschen Luft, den haben wir vergessen umzuknicken. So. Damit ist der Boden fertig. Bei der Größe dehnt sich das ein bisschen aus. Aber hier wollte ich jetzt nicht mit Doppelwand arbeiten. So, und hier müssen wir auch noch wieder alles falzen. Diesmal nehmen wir die Klebelaschen mit. Die kurzen Kanten genauso. Die kurzen Seiten. Ja, bei dem großen Maß ist unter der Kamera ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem nachverfolgen, welche Schritte ich gerade mache. Da kommen auch alle vier Klebelaschen nach innen. Dann kann ich hier die Klebe draufsetzen. Und auch da an meiner geraden Schnittkante ankleben. So, die dritte Klebelasche noch. Dann sind wir auch schon gleich durch. Einen Moment festhalten, damit das da gut anziehen kann. Und auch hier könnt ihr dann die Klebelaschen nach innen so ein bisschen wegklappen. Dann kann man da super gut auch die letzte hier in der Größe gut ankleben. So. Ich habe die 2 cm hoch gewählt, weil ich denke, auch wenn hier Fotos drin sind, noch ist es ja noch nicht mal einen ganzen Zentimeter. Wenn ich das jetzt hier reinlege, ihr seht, es ist rundum ein bisschen Spiel. Und dann kommt da mein Deckel drauf. Und meine Box kann fertig sein. Darauf kommt dann ein Aufleger. Den habe ich dann entsprechend wieder ein bisschen kleiner gemacht in 14,5 mal 24. Ich nehme jetzt den, ne? So, das wäre dann der Aufleger dafür drauf. Und das nächste, wenn ich das wieder genauso arbeiten wollte wie die anderen Sachen, das kann ich jetzt aber nicht ganz, weil ich das mit meinem Designerpapier verzieren will, weil da habe ich nicht mehr genug über. Aber ich habe diese Streifen noch übrig. Und die kann ich jetzt hier oben noch mit draufbringen. Und die würde ich dann jetzt in der Länge auf 23,5 machen.
Die müssten ja beide die gleiche Breite haben, wenn es diese Reststreifen sind. Dann wieder ausrichten. Und dann hätte ich auch hier meine obere Deckengestaltung und könnte in der Mitte dann beschriften oder. Oder ihr nehmt das andere Reststück, was ihr habt, und legt das hier mit auf und macht hier irgendwie einen Schriftzug. Also da seid ihr völlig frei in der Gestaltung. Wie gesagt, meine Maße, die ich gerne verwende, ist immer einen halben Zentimeter weniger. Dann hat man rundherum 2,5 mm noch den unteren Farbkarton oder das untere Papier sichtbar. Das finde ich sehr persönlich sehr hübsch. Ja, das waren jetzt meine Idee heute für euch. Und hier habe ich noch nicht aufgeklebt, deshalb konnte ich das gerade einfach mal wieder umdrehen. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Ihr habt Lust, sie nachzumachen. Wie gesagt, für ganz viele Möglichkeiten. Eine Verabschiedung. Keine Ahnung. Also für unheimlich, eigentlich für jeden Anlass, den ihr da ein paar Fotos verschenken wollt oder einfach nur ein paar nette Texte, ein bisschen Raumdeko damit. Ihr könnt auch eine Menükarte da auf die Tische bringen bei irgendwelchen Feierlichkeiten, weil ihr auf 6 Seiten Möglichkeiten habt, da was unterzubringen. Also völlig frei und die Größe, finde ich, ist absolut für viele, viele Sachen geeignet. 9x13 Fotos, darauf habe ich es ausgerichtet, darauf habe ich es ausgemessen und nehmt es so, dass ihr die rechte Seite dann als die große Seite habt. Das ist dann eigentlich besser so für uns zu gucken, als wenn ihr es auf die kleine Seite, also so umstellt, dann ist hier immer was im Weg. Also ich finde, unser Blickfeld geht eher auf die rechte Seite und dann so rum ausarbeiten und dann eben auch aufstellbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin durch. Wünsche euch viel Erfolg beim Nachbasteln. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch. Und wie gesagt, alle Infos dazu, was ich verwendet habe, ist unten in der Infobox. Und da ist dann auch der Link zu meinem Blog, wo ich euch dann weitere Fotos noch zur Verfügung stelle, beziehungsweise die Schnitt- und Faltskizze hinkommt. Bis dahin, alles Gute, bis zum nächsten Video. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, dann drückst du unten die Glocke und abonnierst meinen Kanal. Ich bedanke mich. Bis dahin, euer Stempelkeks, Christina.